Guten Morgen! Werner ist noch nicht da. Habt ihr auch noch Zeit? Ist ja noch kein 8 Uhr. Ja, so sieht's aus. Sollt ihr um 8 kommen? Alles gut? Alles gut, bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, ja. Mal gucken, aber wie er sich so macht, gell? Ja, ja, aber ein Mann, ein Wort. Wenn der sagt, er ist vor 8 schon da, dann kommt der. Ja, ich sag mal, ich bin auch schon seit 1,5 Stunden da. Ja, ja. Ja, weil du vorsichtshalber weißt, dass ich dann nicht irgendwie zu spät komme oder so. Mit dem Werner später Probleme dabei. Alles wird schon gut. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet, aber der wird ganz normal mitarbeiten. Also alles klar, bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt nichts Künstliches geschaffen, sondern der wird ganz normal eingebunden ins Tagesgeschäft. Also wir gucken mal. Da bin ich mal gespannt, wie der sich macht. Guten Morgen, Menes. Bist du bereit oder was? Na, auf jeden Fall, immer. Und du? Hab gehört, du hast heute einen neuen Praktikanten. Ich bin gespannt. Lass uns mal überraschen. Da will jemand pünktlich zur Arbeit. Guten Morgen. Guten Morgen, willkommen. Alles gut. Bei dir? Alles gut, alles gut. Hast ja heute auch ein bisschen was zu tun, gell? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ich kann es kaum glauben. Ey. Ja, brauchst du was, oder? Ja, ist klar. Ist er hier? Da kannst du reinlaufen, ja. Ja. Wenn du jetzt Mitarbeiter bist, ist kein Thema. Ich hab deine Nachricht gehört. Ja, ja. Ich weiß, dass wir du waren, ich sag doch zu ihm, ne, sag ich, du bist um Punkt 7 Uhr bist du bei mir, habe ich gesagt. Das Bescheuerste, was passieren kann, dass ich zu spät komme. Er kommt 2-3 Minuten danach, muss natürlich dann erstmal sein Auto ausladen, einpacken und alles. Und dann sind wir auf die Autobahn gefahren, nach, glaub 7-8 Kilometer, war 8 Kilometer Stau, ja, irgendein Unfall. Montag, ja, ja. Wahnsinn, ne? Passiert halt. Ja, ist ja alles gut. Brotzeit habe ich auch schon mitgebracht. Das ist ganz wichtig, ja. Ich weiß ja nicht, ob es eine Kantine hier gibt, ob da deine Mitarbeiter versorgt mit Essen oder ob sie Selbstversorger sind. Ja, ja, wir sind Selbstversorger, wir haben ja den Kaufland vor der Haustür. Also, ja, ja, geht so. Weder Kosten noch Mühen gescheut, aber extra den Kaufland hier hingebaut. Ne? Ja, gut, bei dem Vermögen, was du hast, da könntest du eigentlich ganz Frankfurt zustopfen mit Kaufland. 50 Euro für alle da draußen, ne? Nicht, dass hier irgendjemand hier denkt, dass ich irgendwas hier tue, einfach mich ab und zu mal einblende oder irgendwas. Ich schaffe heute von um 8 Uhr bis um 16 Uhr in der Werkstatt mit. Und es handelt sich hier auch um keine Kooperation, nicht, dass jemand denkt, der Thomas gibt mal Geld dafür oder irgendwas, um nichts. Werner, hast du das da hinten schon gesehen? Was? Den Tresor? Ja, letztes Mal schon. Ich hab gedacht, der Thomas will die jetzt verkaufen, ne? Das sieht gut aus, aber meinst du, der wird für dich ausreichen? Da bräuchst du, glaube ich, 3 oder 4 davon. Ach, wird 10-mal wird mein Vermögen dann einpassen. Ja, bei mir 5000 Mal. Ja, ja, bei Thomas, wenn der Thomas jetzt natürlich schon anfängt, solche Tresore zu kaufen, das weist sich schon darauf hin auf seinen Kontostand. Ne? Werner gibt es bei uns auch, aber die muss natürlich nachgearbeitet werden. Ne? Da habe ich aber viel nachzuarbeiten. Man macht gar nicht von zu. Das kann sich ein bisschen sortieren. Okay. Lisa, wie du das findest und so, das ist genug. Wenn du jetzt noch einen Schutz brauchst und so, haben wir auch sowas da. Brauche ich nicht. Nee. Ich meine, der Dreckarbeit nicht. Alles gut. Wir wollen checken, ob der auch mit dem Besen gut umgehen kann. Und das macht er jetzt hier gerade. Aber wenn du hier mal so guckst, ne? So, es fanden verdammt viele Leute schon harlig, ne? Denkt man sich, kommen, gell? Ja, ne? Wie viele Leute in der Werkstatt so mitarbeiten, also definitiv, ne? Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ja, ja, ja. Da geht es noch ein bisschen definitiv mehr. Definitiv. Ich glaube, die erste Aufgabe hast du jetzt schon gut gemeistert. Ja, jetzt rauchen wir erstmal Zigaretten. Erste Aufgabe, erste Zigarette. Ist aber fertig, ne? Alles klar, ich geh mal checken. Check mal auf und check mal die Zigarette. Ich glaube, die Kippe schmeckt jetzt besonders gut, oder? Ja, definitiv. Es ist ja für mich ja gar nicht schlimm, sich überhaupt die Hände ja noch dreckig zu machen, weißt du? Ich habe ja da gar kein Problem damit und alles, ne?
man muss ja das Ganze auch immer so sehen, egal was für eine Arbeit man ja anfängt, ne? Zum Schluss hat man ja auch, sag ich mal, Erfolgsgefühle, ne? Weil wenn ja irgendwann mal irgendwas zu Ende ist oder irgendwas, hat man ja auch was geschaffen, ne? Ja. Und das ist ja auch, auch was Positives, ne? Also es ist auf jeden Fall bei mir noch nicht verloren gegangen, ne? Wenn du und meine Hände sind auch schon dreckig. Ich habe vorhin schon im Auto gesagt, wenn das Motorrad kaputt gegangen ist, die einzigste Hilfe, was ich hatte, war mein Telefon und der Thomas Trapp. Alles klar. Und den habe ich angerufen und der hat dann alles organisiert, egal wo ich jetzt in Europa unterwegs war. Das ist so, da können wir euch heute bei Basics bringen und so weiter, falls der Akku am Handy kaputt geht und so, dass du auch selber eine oder andere Schraube festziehen kannst. Ne? Genau, das können wir machen. Ja. Das Chassis ist schon drin, das reicht Rahmen, Motor, Räder sind schon drin, aber wie du siehst, vorne ist der Platten hier, der platte Reifen. Okay. Das sind schlauchlose Felgen, die sind innen beschichtet sozusagen und dann versiegelt. Die Heulmusikare jetzt machen wir jetzt mal ein bisschen Luft drauf, dass wir die auf die Bühne holen. Okay. Dann baust du das Vorderrad aus, dann gucken wir, wie die Versiegelung innen drin, wie das aussieht und vielleicht müssen wir es neu machen oder dann entsprechend reagieren, was wir da finden, okay? Ich fahre jahrelang mit Motorschaden, dann ist ein neuer Motor reingekommen. Okay. Auf der anderen Seite, ne? Ja. Machen wir ruhig 3 Bar drauf. Für die kurze Strecke soll es reichen. Die andere einfach ein bisschen Luft. Ne? Ja, 3 Bar? Da tut sich schon was. Ja, guck mal hier. Alter. Ja, wenn es 2A sind oder 3,5, macht auch keinen Unterschied. Hauptsache, wir kriegen die jetzt aus dem Binnen geholt. 3,16 haben wir. Perfekt. Lass sie noch mal kurz ab, stell die ab. Probier mal. Lass mich mal an. Hast du einen Heckschild machen? Nee. Na, noch nicht. Noch nicht. Alles klar. Na, weiter. Fertig. Die Batterie da auf die Bühne ablegen und so, auf die Weltbank am besten. Da drüben? Ja, bei deinem. Und weiter. Jawohl. Nach oben ist jetzt nach oben. Was? Werner. Ja. Die Story mit dem Wagenheber kennen wir ja. Jetzt brauchen wir aber keine Angst zu haben bei dem, oder? Nee, mit dem Wagenheber ist es ungefährlich. So, wir haben gesagt, vielleicht haben wir Glück, sehen wir direkt. Wenn nicht, dann gucken wir, wie sie genau ist. Ja, mach mal ganz ruhig, ganz im Umkreis. Guck mal hier, erste Stelle ist rote Stelle. Ach, da genau. Jawohl. Auf der anderen Seite genau. Da, guck mal hier, da haben wir noch was. Siehst du? Hier kommt auch was raus. Ja. Also hier markieren. Ja, perfekt. Auf der Fett. Ja, viel besser, gell? Komplett raus? Ja, die ist komplett raus. Der andere Spacer ist raus. Die gehen ganz langsam jetzt vor und du drehst einfach mit der Gabel rum. Oh, jetzt kriegen wir das Rad komplett raus. Ne? Wunderbar. Wie viel haben wir? 9:22. Mach mal die einfach sauber. Guck mal hier, erstmal mit den groben Latten drum. So, Vergaserschraubendreher, vorletzte Schublade, hier so eine. Guck mal hier, was wir jetzt machen mussten, den im Prinzip zerlegen. Aha. Also ein paar Schräubchen, die du aufmachen musst, komplett entfernen. Okay. Und dann kommen die ganzen Innereien. Ist alles mit Kreuzschraubenzieher oder? Das ist alles mit Kreuzschraubenzieher. Alles, okay. Nur wieder aufpassen und so weiter, weil kann sein, dass einer oder andere richtig feste sitzt und soll nicht, dass du abrutscht und in der Hand landest, okay?
Da musst du nicht kämpfen. Wenn es nicht einfach geht und so, dann lässt du. Dann den Schraubstock willst du schon nachlassen. So, und jetzt hast du gesagt von der anderen Seite. Ne, die vier nochmal. 1, 2, 3, 4. Ja, die nur lösen, die wieder nicht entfernen. Hier musst du eigentlich vorgehen, ne, bei dem Vergaser, wie bei einer Frau, wenn sie sich aufs Bett legt und sagt, Baby, und jetzt Rock'n'Roll. So lang muss man dann aber erst auch mal haben, oder? Ja, ja, definitiv, definitiv. Also da könnte ich nicht mithalten. Ne. Jetzt noch schnell eine rauchen. Geh mal eine rauchen, wir wollen jetzt schnell was zum Essen und 5 Minuten. Komm, Werner, hast du hier verdient? Habe ich mal verdient? Auf jeden Fall. Wie läuft's bis jetzt? Gut, ne? Ich denke schon, ja. Die Zeit vergeht, ne? Ist ja gut hinbekommen. Ja. Das und das. Das und dann können wir in der hier die Crack-Küche oder? Ganz genau, jetzt kochen wir ein bisschen was. Das ist die Crack-Küche und das ist wahrscheinlich so was ähnliches wie Säure, ne? Ja, also das ist das Wasser und das Zeug, was du da drin hast. Erwischt. Okay, dann würde ich sagen, ist das so am Kolja Goldstein sein Arbeitsbereich hier, ne? Crack-Küche, also, Säure. Ich gehe davon aus, dass wir mittig in der Elbestraße haben. Das ist natürlich dann anders Praktikum, ne? Ja, gut. Nein, nicht mehr. Sonst holen wir keinen Vergaser raus. Ich hab's ja noch gut gemeint, der Kolja steht ja auf Säure, weißt du? Ja. Ich habe mal einen Verrückten gekannt, ne? Ja. Der ist in den 90er Jahren, ne? Ist der vorgefahren bei jemandem, ne? Und hat sich einen großen Pottich Säure in seinen Mercedes hinten reingelegt. Und das ganze Ding war noch umringt, ne? Mit Dynamitstangen, ne? Mit Panzerband. Ja. Verrückten gab's ja. Wir sind so heiß wie YouTube. Ich glaube auch, das könnte sein, was. So ein Kampf. Also für mich ist nichts mehr Besonderes, aber jeder, wo in die Villa nahe kommt, der geht hier und sagt, Alter, du hast in der Küche eine Harley stehen, weißt du? Die einen haben eine Mittelinsel. Oder Axel, was hast du so in der Küche stehen? In der Küche, meine Frau. Was ist los? Fahren heißt behutsam fahren, so fahren, dass man feststellt, ist Bremse, Lenkung in Ordnung, ist mit dem Motor alles in Ordnung. Bitte nicht so fahren, wie du sonst fährst. Immer Vollgas, 8000 Umdrehungen, wenn da hinten was rappelt oder wackelt oder rutscht, ist ja nicht schlimm, ich weiß. Hier ist es anders jetzt, okay. Gell, Roman? Ne? Ist der Motor kalt, gibt's um 6,5. Genau. Ich mach's. Alvin! Wo ist der Alvin? Das ist ein Kopf. Kommt ihr nicht zum Film dahin? War die Probefahrt? Die Probefahrt? Ja, also da passt einiges nicht. Da muss viel, viel, viel nachgestellt werden. Aber wir hören erstmal die Meinung vom Experten, würde ich erstmal sagen. Und na? Was hältst du? Wie fährt sie? Also klangmäßig müssen sie beide nochmal bearbeitet werden. Ne? Das hat mich ein bisschen so an einen Dampfstrahler erinnert. Von technischen her, Kupplungsgleichstellung, Gasannahme. Also vom technischen hast du ja gesehen. An der Ampel, der Reifen dreht gleich durch. Ja, ich weiß nicht, ob er das drauf gehabt hat. Mal anmacht, wie eine Frau. Ja. Ne? Und dann den zweiten Kick bekommst du ja, wenn du sie dann anschmeißt. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du schmeißt die an und da, was soll denn da kommen? Nichts. Aber dieses von null direkt dieser Kraft zu spüren, das ist so ein. Das trägt der Top Gun, Maverick, Goose, Iceman, das ist dieses Ding, das musst du. Aber du hörst ja 100 Meter, das stimmt, aber 100 Meter, einfach nur um zu sagen, wie das Gefühl ist. Also, wo steht's denn? Guck. Ha! Ich hab ihn! Also, fahr ich jetzt hier mal um die Ecke und geb da bis da nach vorne, dann bin ich mal gespannt. Und hier musst du auch nichts schalten, nix. Pass auf, ist schon an, glaube ich, also, ne? Hoch, Seitenstunde weg. So, jetzt musst du sie anmachen. Wo tust du hier die Füße drauf? Ja, wenn er hier sitzt hinten. Jetzt hier auf hier hinten? Ja. So. So. Und wo mache ich sie an? Die ist schon an jetzt. Pass auf. Ach ja. So. Gerne. Ich tue das. Ich, so. Okay. Fahr jetzt. Okay. Der verliert die Mütze.
Flash. Oh. Also sei mal nicht böse. Sei mal nicht böse. Das ist... Nee. Finde ich nicht. Aber wie ist denn dieses Gas geben eigentlich? Dieses Gas geben? Einfach, du bist einfach weg. Ja, aber gut, es gibt doch genug Motortuning, haben wir doch auch schon gemacht. Ja, gibt's schon. Gibt's schon. Das Gute geht schon, aber boah, das ist nix. So, wir haben Werner hier, Werner Frankfurt, in unserem Factory Group Channel. Werner hat heute einen Praktikumstag bei uns gemacht in der Harley Factory Frankfurt. Genau, richtig. Wie kommst du auf die Idee, bei uns einen Praktikumstag zu machen? Achso, wir hatten ja einen Vlog gedreht gehabt bei mir. Und als ich die Villa da übernommen habe, in der Nähe von Frankfurt, und dann hat mich der eine oder andere angerufen und hatte mich dann gefragt, sag mal, war das nur fürs Video, dass du damit gearbeitet hast? Oder nicht? Und jeder aus meinem engen Bekanntenkreis, der weiß, selbst wenn ich hier irgendwo ein Haus neu ausstatt und renoviere und alles von den Clubs oder so, dass ich da selber immer mitarbeite, dass mir das ja eigentlich noch Spaß macht. Dann habe ich gesagt, nee, das war nicht nur fürs Video und alles. Ne? Ich habe schon mal geschraubt. So, auf jeden Fall, die Frage kam ja öfters und dann hat man irgendeinem Tag, kam der Thomas so, wo wir gedreht haben, so ins Gespräch nahe und alles. Und dann hatte ich so über Thomas erzählt und über unsere Freundschaft und alles. Und dann kam mir so spontan, hatte ich dann einfach mal so gesagt, sagte in die Community, was haltet ihr davor, wenn ich mal einen Tag in die Harley Factory arbeite? Und dann ging es ab. Und dann ging es ab, ja. Und dann habe ich das natürlich dann auch gemacht gehabt. Ne? Ein Mann, ein Watt. Ne? Mega geil. Ja, mega geil. Ja. Du bist tätowiert. Ich bin tätowiert, ja. Und du hast ein Tattoo-Studio jetzt. Und ich habe auch ein Tattoo-Studio, ja. Hast du schon ein Harley-Tattoo? Harley-Tattoo habe ich noch nicht. Wie wäre es, wenn wir zwei uns ein Harley-Tattoo stechen lassen? Du, das können wir gerne machen. Das ist mein nächstes Ding. Okay, und okay. Dann könnten wir es eigentlich zusammen machen. Ja, das können wir gerne machen. Meet and greet bei dir im Studio. Genau, richtig. Dann gehen wir zu mir ins Tattoo-Studio und lassen uns Harley-Davidson auf Abend tätowieren. Richtig, richtig. Das wird ja auch ganz gut zu den anderen Tattoos ja auch passen. Ne? Ja, Rolls-Royce habe ich ja schon verewigt. Ne? So geil. Ja, aber Harley bis jetzt noch nicht. Cool. Wir werden noch weitere Sachen machen, eventuell mit Werner hier, gehen dich besuchen, Factory Group Meets. Genau, habt ihr ja schon angekündigt. Und werden verschiedene Leute dann besuchen, gucken, was sie machen, wie sie zu Hause sind. Und Step by Step machen wir weiter. Aber ich wollte dir noch was zeigen. Hinten. Genau, richtig. Da hat dich jemand so einen angefuchst. Wer war denn das? Wer hat dir das eigentlich erzählt? Mich hat jemand angerufen und sagt, du, da ist irgend so ein Modell rausgekommen von Harley und das gibt's nicht. Dann habe ich gesagt, ja, wenn es neu rausgekommen ist, dann muss es auch geben, dann muss es auch kaufen. Nein, da gab es weltweit, sind glaube ich nur 1000 Stück oder so. 1500, ja. Ausgeliefert waren und alles. Und dann hat er mal ein Bild geschickt gehabt und dann... dann habe ich gesagt, das kenne ich gar nicht, das Modell habe ich noch nie gesehen. Und dann hat er gesagt, ja, du kennst doch die von der Harley Factory, kannst nicht mit denen mal reden und alles. Ich habe ja einen Thomas ja angerufen gehabt und dann sagt er, wenn er lieben kann, aber wir selber als Harley Factory haben gerade eine bekommen. Ne? Ja. Da gab es halt einen Glücklichen. Das warst du, ne? Ja. Ich habe eigentlich gedacht gehabt, vor ein paar Tagen erst, habe ich eigentlich gedacht gehabt, vielleicht hat der Thomas die für sich behalten, ne? Da wäre es ja recht einfach gewesen, vielleicht irgendwann mal bei einem Kaffee, wenn er gut gelaunt ist, dann vielleicht doch mal abzufuchsen, weißt du? Aber nachdem ich weiß, dass du sie ja hast und du hast ja auch schon Vorstellungen, wie du sie umbauen willst und alles, ja, hat sich das Thema auf jeden Fall endgültig erledigt, ne? Also Simon aus Gießen, wenn du mich jetzt hörst, mit der Harley wird es nichts. Die ist weg, für immer weg. Ich zeig's dir kurz. Ja, komm auf. So, da ist das Ding. Da ist er, ne? Was sagst du? Der Teufel höchstpersönlich, El Diablo. El Diablo, der Name ist natürlich schon... Der Name ist sexy, oder? Ist klar, ne? Aufgrund Stückzahl so gering, ne? Halb beliebt, hier siehst du es. Ja, und ich habe eine der letzten. Haben sie mich ganz zum Schluss genommen. Okay. 1496. Und wer hat die 1? Die 1 stand im Fark.
Die 0 steht im Museum. Ja. Die 1 stand im Fark und du wirst es nicht glauben. Ich habe mich draufgesetzt, falls du unser Video gesehen hast, habe ich direkt den Koffer gekickt, aus Versehen beim Draufsteigen. Okay, ja, und dann schaue ich drauf und dann sehe ich die ganzen 1er, Vandalismus, einfach, also 0-0, einfach komplett durchgestrichen. Hat irgendeiner das reingeritzt? Unglaublich, aber wahr. Boah. Wieso macht man sowas? Und wem hat die 1 gehört? Harley. Der Harley. Ja, genau. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Ja klar, Nummern, man sieht ja bei in YouTube und überall Nummern wie 666 oder 999, 069. Also ich bin mir sicher, die hat ja glaube ich ein 30er hat sie ja gekostet, ne? Genau, 308. Oder ja. 308, ne? Ja. Und ich denke mal, die mit der 1, denke ich mal, wenn er die auf den Markt schmeißt, denke ich mal, wird die mal 50 kosten, ne? Kann man davon ausgehen, wenn du überlegst, letztes Jahr die Revival, aha, da war doch das Icon bei der Revival, die war ja blau, blau-weiß und da haben viele Leute sehr versteigert. Wir haben in unserem Saarbrückner Laden haben wir auch eine Versteigerung gemacht und alles, was drüber ging, ging an Kinder, in Charity. Und so machen es vielleicht viele. Ich finde es eigentlich cool, wenn man sagt, okay, ich habe sowas, ich habe keine Verwendung dafür, aha, und dann versteigerst du es und dann für einen guten Zweck. Ich freue mich. Und der Angelo hat sie, ne? Der Angelo hat sie. Wahnsinn. Wahnsinn. Wird cool. Und ich baue die komplett um. Und da werden wir auch ein Video draus machen. Die wird richtig mies. Da. Ich würde es nicht machen. Sagt du tust da, also ich sage da eins, du tust die Harley entwerten. Ich würde es nicht machen. Ich mach's trotzdem. Ja, ich weiß, dass du es ja trotzdem machst. Ich zieh's immer durch. Das weiß ich ja. Ich habe auch noch nie ein Moped gekauft und habe es ja noch nie umgebaut. Ich habe alle meine Harleys habe ich ja umgebaut gehabt und alles, ne? Aber bei dem Modell, wie gesagt, naja, ja, bau halt um. Dein Herzblut, so weißt du, bau halt um. Ah, du hast genug. So, Werner, danke dir. Ich danke dir. Danke, dass du in unserem Channel jetzt auch mit drin warst und wir hat mich in auch Zukunft. Du hilfst uns, wir brauchen dir nicht helfen, aber alles wir sind gut, neu dabei gut. Und abonniert uns, teilt uns, liked es. Es kommt immer mehr und wie ihr seht, wollen wir auch so erfolgreich werden. Macht's gut. Ciao, ciao.